Boah, was hier so richtig fehlt in den letzten Vlog-Tagen, ist mal wieder so richtig Struktur. Heute war der nächste Tag, wo wir ein bisschen länger in einem Meeting saßen. Und zwar waren wir wieder mal mit Martin Klemmnow zusammen und haben über unser Pilotprojekt, was wir jetzt am kommenden Wochenende drehen, gequatscht, haben es finalisiert. Es wird richtig funny, richtig gut. Lisa ist auch wieder da. Hallo Lisa, wie war dein Urlaub? Es war ein schöner Urlaub. Wir drehen morgen auch, das heißt, wir sind jetzt auch schon in den vollen Drehvorbereitungen für morgen. Hey, Joscha, na? Ich freue mich, das wird gut. Was machst du denn hier? Ich schneide gerade schon an unserem Trailer für unser neues Format rum. Wir bauen da verschiedene Sachen ein, die wir selber schon gedreht haben und drehen jetzt am kommenden Wochenende noch zusätzlich Zeug, was wir noch brauchen, um so unsere bestehenden Elemente miteinander zu verbinden. Ja, parallel gucke ich mir gerade aber Native American Symbols an, auf der Suche nach einem schönen Logo für meine Rockband. Moment mal, das ist doch gar keine Arbeit. Aus! Es ist witzig, weil gefühlt ist Joscha im Vlog in letzter Zeit immer nur im Schnittraum, so als würde er nichts anderes machen. Aber er ist wirklich Regisseur, Leute. Ich schwöre. Ich dachte mir gerade schon wieder. Warum erzählt er uns das? Und dann guckt man hoch und er redet in eine Kamera. Das passiert ständig. Komisch. Ich glaube, mir gerade aus, dass du es gesehen hast, meinen verwirrten Blick. Weil Marius einfach... Ich habe gedacht, er spricht mich an und dann schaue ich hoch und er redet einfach mit der Kamera. Das war schon ein bisschen frustrierend. Entschuldigung, Lisa, ich rede natürlich auch immer mit dir. Aber witzig, ich dachte mittlerweile wäre es für alle komplett normal, dass ich einfach... ich rede ja auch anders, wenn ich mit der Kamera rede. Es ist ja nicht so, als würde ich... Oder? Ja, das sind dann die ersten zwei Worte. Die Ach so. Slider abholen. Ja. Was ist denn der Scheiß? Der O'Connor kommt noch, ein 1040er noch dabei. Es ist immer wieder schön, wenn man was zum Spielen mieten darf. Und wir haben morgen einen schönen Slider im Einsatz. Slider ist auch so eine Sache, von der wir schon hunderte hatten, aber so ein richtig geiler Slider ist eigentlich eine Sache, die so teuer ist, dass es sich nicht lohnt zu kaufen, deswegen holen wir das dann immer beim Verleih nebenan. Mal wieder das gute Mülleimer-Stativ. Eine Sache, die ich zum Vlog von gestern auf jeden Fall noch sagen wollte. Warum steht das Licht jetzt? Ja, okay, dann lichtest du. Eine Sache, die ich zum Vlog von gestern noch sagen wollte, die, glaube ich, teilweise ein bisschen missverstanden wurde. Ich habe die GoPro 10 nicht eingesetzt, um einen Ersatz zu finden für meine Vlogkamera oder irgendwie die zu vergleichen oder sonst irgendwas, weil es wäre verdammt lächerlich, wenn eine Kamera, die das 5, das 4, das Dreifache von der GoPro kostet, nicht wirklich deutlich besser abschneiden würde. Das ist mir klar. Es ging mir nur darum, die GoPro zu testen. Es ist nicht meine, es ist die von David. Ich hatte die für einen Tag und ich dachte, wie setze ich sie am meisten ein? Indem ich vlogge. Das war's. Das war der einzige Grund dahinter. Auch die Situation war nicht optimal, war nicht GoPro-lastig, sondern eher GoPro-herausfordernd. Und das fand ich aber auch ganz interessant. Denn was mir im Schnitt aufgefallen ist und natürlich auch vielen Leuten, die den Vlog geschaut haben, der Stabi, also dieser Hypersmooth-Stabi, der hat ein Problem. Und zwar... funktioniert der so, das habe ich schon mal irgendwann erklärt, dass der das Bild immer zurechtrückt quasi. Und der funktioniert deswegen so gut bei Tageslicht, weil die Belichtungszeit bei GoPros im Normalfall extrem kurz ist. Sprich, man kann ein Bild auch rumschieben und das funktioniert, weil alle Bilder sind knackscharf. Sobald man aber in eine Lowlight-Situation geht, ist das, was die Kamera am ehesten macht, vor allem wenn man den ISO-Wert begrenzt, den Shutter zu verlängern. Sprich, plötzlich hat man nicht eine 500stel Sekunde Belichtungszeit, sondern eine 25stel. Und wenn man dann das Bild stabilisiert, sind halt Bewegungsunschärfen mit drin. Und plötzlich hast du irgendwie ein halbwegs stabiles Bild mit ganz viel Bewegungsunschärfe und das ist natürlich
vollkommener Quatsch und sieht scheiße aus. Ja, das ist die Erklärung dahinter. Deswegen sah das gestern teilweise ein bisschen weird aus und deswegen haben auch mehrere Leute, die mir schon geschrieben haben, das Problem, dass man in Lowlight-Situationen diese komischen Effekte bei GoPros bekommt mit Hypersmooth. Das ist witzig, Lisa, weil du bist genau hinter den... Das sagst du mir nach 5 Minuten reden. Ich hab's leider jetzt erst bemerkt. Jetzt hast du extra die Lampe hier stehen gelassen. Ja, jetzt sieht's richtig schön aus, oder? Super, jetzt musst du... Was ich habe, ist gerade natürliches Licht und Lisa tatsächlich nicht, weil Lisa ist leuchtet und sieht, finde ich, schicker aus. Ein bisschen wärmere Haut. Gut, wir sind jetzt auf jeden Fall Richtung Feierabend und das Schöne ist, ich muss mal ein bisschen das Equipment hier mit reinnehmen. Ich find's geil, weil wir haben jetzt mal wieder so ein bisschen anderes Zeug eingepackt, zusätzlich zu unserem Standardkram, weil wir so ein bisschen auch was Neues haben, was wir am Set einsetzen wollen. Wow. So schnell. Zum Beispiel die nice. Kürzlich vorgestellt, nee, habe ich gar nicht vorgestellt, aber ich habe die kürzlich ganz unauffällig aufgebaut. Die Aperture Softbox Light Dome 2 haben wir jetzt mal gegönnt, weil es hat auch einen Grund, es geht nicht nur um Equipment-Geilheit. Die Nova-Lampen, da haben wir auch Softboxen für, aber das Licht ist mir nicht soft genug, weil die Softboxen immer noch relativ klein sind von der Fläche her. Und die großen Softboxen, die wir haben, sind zu klobig im Aufbau. Klobig? Ist das der richtige Begriff? Schwierig, ne? Umständlich. Zu umständlich. Ja. Die großen Softboxen, die wir haben, sind einfach zu umständlich im Aufbau, weil man jeden Stream in einzeln reinsetzen muss. Mhm. Das dauert ewig und nervt einfach brutal. Bei der Light Dome 2 ist das nicht so. Geht alles ganz schnell und easy peasy. Deswegen werden wir jetzt häufiger wieder mit großen Softboxen arbeiten. Und zum Beispiel an der 300D oder 600D oder Godox VL200. Alle. Das heißt, wir haben einfach wieder ein bisschen anderes Setup, werden wieder ein bisschen anders arbeiten. Und sowas excited mich mittlerweile. Mittlerweile? Ja, ich glaube, früher war ich mehr von Kameras angegeilt. Mittlerweile sind es wirklich eher Lampen und Co. Ich habe gestern über Stative gesprochen und ich finde so, oh geil, ein schweres Stativ. Bei welchem Stand bist du? Bist du noch eher bei Gimbals und Co. angehypt? Ich finde alles cool. Ich war beim letzten Mal ein bisschen schockiert, wie wenig sich Marius über den neuen Gimbal gefreut hat. Ich war echt total erfreut, neben ihm den Gimbal auspacken zu dürfen. Und für Marius ist nur so, ah! Das war mir anders. Ich freue mich über jedes Stativ, über jeden Gimbal, jede Lampe. Die Freude ist einfach immer groß. Ich glaube, ich habe da wenig Ansprüche. Ja, es ist halt für mich der 115. Gimbal und ja. Er hat auch wieder die gleichen Probleme wie alle anderen. Ich hoffe, morgen ist eigentlich ein geiler Dreh und ich hoffe, dass wir so ein bisschen hier und da auch mit am Set arbeiten. Mit am Set, dass wir hier und da auch am Set vloggen können, weil ich glaube, das dürfte morgen interessant werden. Ich bin mal gespannt. Wird cool. Nice. Vielen Dank. Bis morgen. Lisa sagt tschüss. 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 Du musst richtig so machen, dass es auch zu ist. Okay. 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 Vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen. Tschüss. Das war zu fest. Wir wegbringen kann das spannend sein.